Abgeordnete Josef Weidel-Horzey, eine Minute, bitte sehr. Dankeschön. Ich bin sehr froh, dass wir heute über Bahrain diskutieren. Endlich, wir haben uns häufig darum bemüht, weil Menschenrechte unteilbar sind. Sie gelten für Russland, für China, für Afrika, auch für uns, auch für Verbündete oder sogenannte Verbündete. Und wir müssen besorgt sein über die Situation in Bahrain. Einmal der Fall Nabil Rajab, der hier bei uns im Parlament im Menschenrechtsausschuss zu uns gesprochen hat und anschließend inhaftiert wurde und seither inhaftiert ist. Wie viele andere auch, wie hunderte Aktivistinnen und Aktivisten, wie etwa der Oppositionsführer Sheikh Salwan, der seit 4 Jahren in Haft ist, ohne ein Gerichtsverfahren. Das können wir nicht hinnehmen, nicht nur weil die Menschenrechte allgemeingültig sind, sondern weil es auch um die Stabilität in einer sehr instabilen Region geht. Wir müssen diese Zusammenhänge sehen, wir müssen sie aufzeigen. Und ich fürchte, wenn die Situation so weitergeht, dann ist das wie mit einem Druckkochtopf. Je länger er erhitzt wird, umso schneller wird er irgendwann einmal explodieren. Daher ist es wichtig, uns jetzt um die Einhaltung der Menschenrechte in Bahrain zu kümmern.